Der Nagelknoten. Das ist eine Adaption des Snelling und wird beim Fliegenfischen verwendet, um die Angelschnur am unteren Teil eines Vorfachs zu befestigen. Er wurde in den 1950er Jahren in Argentinien erfunden und hält die Angelleine sicher am Vorfach. Der Nagelknoten. Hier unser untere Teil des Vorfaches. Hier eine Angelleine. Dann brauchen wir einen Nagel. Vorfach legen wir über den Nagel und beginnen die Angelleine um beides zu turnen, Vorfach und Nagel. So, mehrere Turns. So, wenn wir genug Turns haben, ziehen wir den Nagel raus und stecken das Ende der Angelleine durch die Turns und ziehen alles zu. Abschneiden und wir haben die Angelleine am Vorfach befestigt. Der Nagelknoten.